Apropos Kultur. Stören tut auch die Rauchkultur. Die geniale Idee, das Problem mit einem Verbot aus der Welt zu schaffen, funktioniert leider noch nicht ganz. Immer mehr Menschen treten im Verein Fumoir bei und rauchen noch hemmungsloser als vorher. Darum muss der Flugraum über Basel bis auf Weiteres gesperrt werden. Um dem Übel ein Ende zu setzen, greift jetzt die Lungenliga zu subtileren Massnahmen. Ein Erziehungsfilm soll den Raucher die Lust endgültig verderben. Sieh einmal, hier steht er, der rauchende Hans-Peter. Es hat der Hansbi hinter der Zunge ne kohlpechrabenschwarze Lunge. Ihr seht sie hier, wie schwarz sie ist, viel schwärzer als der Antichrist. Pfui, ruft da ein jeder, stinkender Hans-Peter. Der Hansbi, der war kerngesund, ein dicker Bub und kugelrund. Er hatte Backen rot und frisch, die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Doch einmal fing er an zu fauchen, nach dem Essen will ich rauchen. Am nächsten Tag, ja sieh nur her, da war er schon viel kränkerer. Da fing er wieder an zu fauchen, nach dem Essen will ich rauchen. Hanspi, sprach die Kellnerin, der Rauch ist nicht erlaubt hier drin. Sei hübsch ordentlich und fromm, bis ich mit der Stange komm. Und vor allem, Hansbi, hör, rauch keine Zigaretten mehr, denn der Doktor mit der Schere, der kommt ganz geschwind daher und das Raucherbein schneidet er ab, als ob Papier es wär. Fort geht die Kellnerin und wupp, die Ziggi in den Mund. Und Hans und Franz, die Kumpanen, versuchen ihn zu mahnen. Sie drohen mit Geboten, Vater Staat hat es verboten. Schluchz, schluchz, lass sein, sonst kriegst du noch ein Raucherbein. Bautz, da geht die Türe auf und herein in schnellem Lauf springt der Doktor in die Stub zu dem Ziggi-Raucherbub. Weh, jetzt geht es klipp und klapp mit der Scher die Beine ab, mit der großen scharfen Scher. Hey, da schreit der Hans bisher. Als die Kellnerin kommt aus der Küche raus, sieht der Hansbi traurig aus. Ohne Beine sitzt er dort. Die sind alle beide fort.